Willkommen zu NumPy Basics. Wenn ihr wieder mal Kapitel überspringen wollt, seht ihr hier die relevanten Jump Points. Beim letzten Mal haben wir gelernt, erste rudimentäre Berechnungen mit NumPy Arrays durchzuführen. Heute würden wir einmal das bisher gelernte Wissen rekapitulieren und in einem übergreifenden Beispiel ganzheitlich anwenden. Hierfür würden wir einen etwas komplexeren Array erstellen, als wir dies in der Vergangenheit getan haben, und im Anschluss die Hauptinformationen des Arrays, sozusagen dessen Quintessenz, in einer ansprechenden Grafik darstellen. Hierfür werden wir Matplotlib verwenden. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, habe ich mir bereits ein File ArraySetupExamples.py angelegt, Import NumPy SNP durchgeführt und die Print Options so gesetzt, dass ich was sehen kann. Als erstes würde ich mal einen etwas sprechenderen Array anlegen, als ich das in der Vergangenheit getan habe. Hierfür unterstelle ich, ich sei wissenschaftlicher Mitarbeiter, der IPC-Bericht ist in 2 Tagen fällig und ich wurde gebeten, zur Untermauerung meiner Klimathesen noch ein paar Temperaturwerte für den Anhang abzugeben. Und oje, oje, ich habe vergessen zu messen, aber meine Botschaft ist eher grundsätzlicher Natur. Ich kann mich hier also auf ein Educated Guess beschränken und das würde ich jetzt mal anlegen. Hierfür würde ich als erstes mal ein Temps Array definieren und als Constructor verwende ich ein np.full und ich wurde gebeten, Temperaturen für 30 Jahre abzugeben, jeweils 12 Monate pro Jahr. Und für den Constructor unterstelle ich mal eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad und der D-Type soll sein ein np.float 32. So, wenn ich das jetzt mal ausgebe und sage print temps, dann gehe ich mal in eine Shell und führe das Ganze hier aus. Und dann seht ihr, dass NumPy einen Array erstellt hat, der 30 Zeilen für die 30 Jahre und 12 Spalten für die 12 Monate hat. So, als erstes würde ich hier mal so einen saisonalen Trend drauflegen wollen. Ihr wisst ja, die Temperatur schwankt um das Jahr um so einen Zyklus. Und immer wenn ich an Zyklus denke, denke ich an eine Sinusfunktion. Und wie würde ich das drauflegen? Naja, als erstes würde ich mir hier mal eine Funktion definieren, die nenne ich mal MakeWave. Und eine Welle bekommt zunächst mal eine Länge. Und zwar geht es hier um die Länge des Arrays, den ich mit dieser Wellenfunktion belegen möchte. In diesem Fall wären das hier die 12 Monate. Und ich gebe dafür eine Variable sLen ein. Die soll ein Integerwert sein. Jede Welle hat darüber hinaus eine Frequenz. Und da mache ich mal einen Float draus. Darüber hinaus hat jede Welle eine Amplitude. Auch da mache ich einen Float draus. Und ihr wisst, eine Sinusfunktion, die startet immer gleich bei 0, beziehungsweise eine Kosinusfunktion bei 1. Es könnte aber sein, dass ich jetzt hier nicht unbedingt bei dem höchsten oder niedrigsten Wert starten will, sondern je nachdem, wann im Jahr ich starten möchte, müsste die Welle zunächst sinken oder sie müsste zunächst steigen. Ich würde mir dafür hier mal so ein Offset definieren. Und dieser Offset, den definiere ich mir als einen Float. Und für den Moment setze ich den mal auf 0, weil ich den im Standard einfach nicht verwenden will. Und als Output bekomme ich ein np.ndArray. So, das wäre sozusagen die Definition, der Header meiner Funktion. Und jetzt würde ich als erstes mal dazu übergehen, mir ein Signal zu definieren, auf das ich dann später die Kosinusfunktion anwenden kann. Und als Constructor für das Signal verwende ich ein np.linspace, mein Lieblingsconstructor. Und ein Linspace hat einen Startwert, den nenne ich jetzt mal kurz Start. Linspace hat einen Endwert, das wäre das Upper Bound. Und das würde ich hier mal berechnen, indem ich sage Start plus, ja, so ein Delta. Und natürlich hat np.linspace eine Länge und die kenne ich schon, das ist nämlich sLen. Die habe ich hier oben als Parameter übernommen. So, und jetzt müsste ich mir überlegen, wie sieht mein Startwert aus? Und ich sprach ja davon, dass dieser Startwert davon abhängt, wie hier letztendlich, was hier mein erster Monat beispielsweise ist und ob ich erst einen Anstieg oder ein Gefälle haben will. Diesen Startwert würde ich jetzt mal als Vielfaches eines kompletten Sinuszyklus angeben und dafür schreibe ich hier mal Start ist gleich und so ein kompletter Sinuszyklus in Radien wäre immer 2π und für π hat NumPy die Funktion np.π
Und ich sprach davon, dass ich es als Vielfaches eines vollen Sinuszyklus angeben will. Ich müsste hier also noch einen Multiplikator haben und in dem Fall wäre das mein Offset-Wert. Bedeutet, wenn mein Offset 1,5 ist beispielsweise, dann würde ich nicht am Beginn eines Sinuszyklus starten, sondern in der Mitte. So ein Offset wäre eigentlich immer ein Wert zwischen 0 und 1. So, und damit habe ich im Prinzip meinen Startwert schon definiert. Ich muss mir jetzt hier noch mein Delta überlegen. Und mein Delta will ich genauso wie meinen Startwert als Vielfaches eines kompletten Wellenzyklus darstellen. Also kommt auch hier mal 2 NP Pi hin. Und Vielfaches heißt in diesem Fall, dass ich die Frequenz hier hinterlegen möchte. Ja, und Frequenz bedeutet in dem Fall, wenn meine Frequenz 2 ist, dann bedeutet das, dass mein Endwert eben um 2 Wellenzyklen auf dem Linspace verschoben ist. Und wenn meine Frequenz 1,5 ist, würde ich eben entsprechend nur eine halbe Wellenfunktion abbilden. So, das ist mein Start und mein Endwert und damit habe ich eigentlich mein Signal schon definiert und kann das jetzt mal returnen. Ich kann hier also sagen Return Signal. Und würde mir jetzt hier unten mal dieses Signal ausgeben. Dafür sage ich Print und sage dann einfach Make Wave. Und jetzt gebe ich mal die Parameter mit. Und das wäre im ersten Fall, ich sprach davon, dass ich das Signal hier auf die 12 Monate legen will. Also würde ich hier jetzt mal eine 12 hinterlegen. Als nächstes meine Frequenz. Naja, die Frequenz würde ich jetzt erstmal auf 1 lassen. Denn so ein Sommer-Winter-Zyklus hat immer eine Periode. Als nächstes kommt meine Amplitude. Und meine Amplitude ist im Prinzip der absolute Temperaturwert, um den das hier schwanken soll. Und ich unterstelle mal, dass Sommer und Winter so jeweils 10 Grad vom Mittelwert abweichen. Deshalb würde ich hier mal 10 Grad hinterlegen. So, wenn ich das Ganze jetzt mal ausführe, jetzt gehe ich mal hier rüber. Dann seht ihr, dass NumPy einen Array der Länge 12 erzeugt hat und der startet bei 0 und der geht, wie wir es erwarten würden, bis 2Pi, genauso wie wir es jetzt gerade definiert haben. Ja, denn wir haben 12 Werte unterstellt und wir haben gesagt, ein Wellenzyklus, also deshalb von 0 bis 2Pi. Und die Schwankung von 10 Grad, die haben wir noch nicht eingebaut, weshalb das hier aktuell nicht zu sehen ist. So, wenn ich jetzt beispielsweise ein Offset definieren würde und ich würde mal sagen, mein Offset könnte 1,5 sein, probieren wir das mal aus, ob das funktioniert. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann seht ihr, dass der Wert bei Pi beginnt, also einem halben vollen Zyklus. Und er geht, da wir immer noch einen kompletten Sinuszyklus abbilden, jetzt nicht bis 2Pi, sondern wie wir es hier sehen können, bis 3Pi. Das sieht also ganz gut aus. Ich würde hier mal das 1,5 rausnehmen, weil das brauche ich im Augenblick nicht. Und würde stattdessen mir jetzt tatsächlich die Welle hier oben definieren. Dafür lege ich mir eine Variable Wave an. Und Wave ist einfach nur np. Und ich nehme hier mal einen Cosinus statt einem Sinus und gebe ihm rein das Signal. So, und dementsprechend muss ich ihm jetzt im Return-Wert natürlich die Wave mitgeben. Und hier unten brauche ich jetzt nichts mehr ändern. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann seht ihr, dass diese Welle hier bei 1 startet, dann in den negativen Bereich geht bis minus 1 und dann wieder ansteigt. Das ist ungefähr das, was wir erwarten würden und sieht schon mal ganz gut aus. Aber meine Temperatur, die soll jetzt natürlich nicht zwischen 1 und minus 1 schwanken, sondern wir sprachen ja von 10 Grad. Die muss ich hier jetzt noch reinbekommen in diese Funktion. Und das ist nichts einfacher als das. Ich multipliziere einfach den Output der Cosinusfunktion mit meiner Amplitude. So, da die 10 Grad ist, würde ich jetzt Schwankungen von 10 bis minus 10 Grad erwarten und wir sehen, er fängt hier bei 10 Grad an, geht dann so auf minus 10 Grad runter und kommt am Ende wieder auf die 10 Grad hoch. So, diesen Array würde ich jetzt gern mal hier drauf addieren und was natürlich sofort auffällt, ist, es handelt sich hierbei um einen eindimensionalen Array der Länge 12 und wir haben hier eine zweidimensionale Matrix der Dimension 30 mal 12. Und das lässt sich natürlich nicht einfach so addieren, sondern ich muss dafür Broadcasting bedenken. Und die Art, wie ich das tue, ist, ich sage hier einfach mal temps plus equals. Und jetzt hole ich mir mal hier dieses make wave und addiere das hier drauf.
Und da, wie gesagt, das ein eindimensionaler Array ist, den ich jetzt hier drauf addieren will, muss ich jetzt für die nullte Dimension, das sind diese 30 Zeilen, ja, muss ich jetzt eine Dummy-Dimension einfügen. Ich könnte jetzt hierfür einen Reshape benutzen, aber es gibt noch ein weiteres Mittel. Ich kann hier nämlich diese Slicing-Nomenklatur benutzen und einfach sagen non, Punkt, Punkt, Punkt. Non bedeutet hier in dem Fall, für die nullte Dimension füge mir eine Dummy-Dimension ein und alles, was darunter kommt, ja, hänge es einfach mit dran. Bevor ich es ausführe, hole ich mir hier nochmal das Print-Statement ganz nach unten. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann seht ihr, dass NumPy auf jede Zeile in meinen 30 Temperaturwerten jeweils die Zeile hier der Welle drauf addiert hat. Demzufolge startet meine Temperatur jetzt hier bei 25 Grad. Das ist irgendwann im Spätsommer. Es wird dann kühler, wird dann irgendwann Winter und steigt dann wieder zum Frühling hin, steigt die Temperatur wieder an. So, das Ganze sieht jetzt nicht so schick aus, deshalb würde ich hier mal gerade meinen Temperaturarray runden und würde hier nutzen np.round. Und ich will das Ganze auf eine Nachkommastelle runden, deshalb kann ich hier jetzt Komma 1 sagen. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal ausführe, dann seht ihr, dass die Temperaturwerte auf eine Stelle nach dem Komma gerundet sind. So, jetzt habe ich natürlich meinen Sommer-Winter-Zyklus drauf addiert, aber ich habe in jeder Zeile denselben Wert. Das ist natürlich nicht die Botschaft, die ich vermitteln will, sondern ich will hier einen Temperaturanstieg haben. Und da ich faul bin, nutze ich das, was ich hier schon mal angelegt habe, nämlich meine MakeWave-Funktion und sage einfach temps plus equals MakeWave. Und würde jetzt natürlich nicht die 12 Monate als Länge meiner Wellenfunktion nehmen, sondern die 30 Jahre. So, und jetzt hinterlege ich hier erstmal 1 und als Temperaturschwankungswert unterstelle ich mal 1 Grad. Wir erinnern uns, in diesem Fall will ich jetzt einen Array, das wissen wir, der Länge 30, hier drauf addieren auf eine Matrix der Dimension 30 mal 12. Daher muss ich jetzt in diesem Fall nicht für die Null-Dimension eine Dummy-Dimension einfügen, sondern für die 1er-Dimension. Und die Art, wie ich das machen kann, ist ganz ähnlich, wie wir es bei den Monatswerten getan haben, nur dass ich diesmal sage Punkt, 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 Komma, Non. Sodass jetzt die letzte, die unterste Dimension quasi als Dummy-Dimension eingefügt wird. Und wenn ich das Ganze jetzt erneut ausführe, dann seht ihr, dass er hier schön die Werte der zweiten Sinusfunktion drauf addiert hat. Aber es gibt hier zwei Effekte, die mir nicht gefallen. Erstens, seht ihr, es wird hier erst wie kühler und dann erst wieder wärmer, ja, zur Mitte dieser 30 Jahre hin. Und das liegt natürlich daran, dass ich hier einen vollen Sinuszyklus hinterlegt habe. Und ich würde jetzt einfach mal diesen Wert, diese Frequenz auf 1/2 ändern. Führe das Ganze erneut aus. Und dann seht ihr, dass wir nur noch einen Temperaturtrend haben, aber der ist natürlich nicht der, den ich sehen will, sondern es wird hier, ich will natürlich, dass es wärmer wird und nicht kühler, wie man es hier sieht. Und dafür habe ich mir natürlich schon diesen Offset-Wert definiert und ich starte jetzt nicht bei 0, wie ich das bei den Monatszyklen getan habe, sondern ich würde auch hier mal sagen, ich starte bei 1/2. So, und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann seht ihr, dass die Temperatur bei 24 Grad anfängt und dann so langsam um die 2 Grad bis auf 26 Grad Celsius ansteigt. Das ist genau das, was ich sehen will. So, wenn ich mir jetzt aber diese Shape als Ganzes mal angucke, dann fallen mir zwei Dinge auf oder drei Dinge auf. Erstens, mein Temperaturanstieg ist relativ linear homogen. Es geht einfach nur immer aufwärts, aufwärts, aufwärts und immer in ziemlich gleichen Abständen. Das ist etwas auffällig. Darüber hinaus, auch von der Geometrie oder Topologie dieser Matrix sieht man hier, dass die fehlenden Nachkommastellen hier zu so einem komischen Rechteck führen, das recht auffällig aussieht. Ja, und außerdem formen die fehlenden Nachkommastellen innen drin hier dieses merkwürdige Smiley. Auch das würde ich gerne weghaben, weil es auffallen könnte. Also, was mache ich? Naja, ich könnte mir zum Beispiel hier noch ein bisschen Noise addieren. Dafür sage ich jetzt nochmal temps plus equals. Und diesmal nehme ich mal ein np.random.normal. Und ich möchte, dass mein Noise den Durchschnittswert nicht ändert. Deshalb sample ich um den Mittelwert 0.
Und meine Temperaturschwankungen, da unterstelle ich jetzt mal 0,3 Grad Celsius. Das ist quasi der Noise-Wert, den ich eingebe. Und die Size meines Noise-Arrays soll sein temps.shape. Ja, ich übernehme also die Shape aus dem bestehenden Temps-Array. Und wenn ich das Ganze jetzt erneut ausführe, ja, dann seht ihr erstens, dass dieser Smiley-Pattern verschwunden ist, sondern diese Verteilung der fehlenden Nachkommastellen jetzt eher zufällig aussieht. Außerdem ist das Rechteck nicht mehr da, das wir gesehen haben. Und wenn ich mir jetzt die Temperaturwerte angucke, dann sehen wir, das geht so von 23 Grad, hier geht es mal hoch, hier geht es auch mal 24,5 auf 24,3, 24,2 Grad mal runter. Dann haben wir wieder einen Anstieg. Dann geht es mal wieder runter, also so eine zufällige Schwankung, wie wir sie von verschiedenen Jahren kennen. Aber insgesamt habe ich hier nach wie vor einen Temperaturtrend, der ungefähr 2 Grad nach oben läuft. So, ich habe das Ganze jetzt, wie ihr es sicher gesehen habt, so gemacht, dass ich diese Wellen einzeln definiert habe und habe sie auch einzeln auf diese Temperaturwerte drauf addiert. Was ihr aus dem Broadcasting Video bereits wissen müsstet, ist, dass ich das Ganze natürlich auch anders machen kann. Stattdessen hätte ich mir einfach so ein Trends Array definieren können und hätte in diesem Trends Array die Werte einfach mal vorweg addiert. Wenn ich also jetzt hier mal runtergehe und hole mir diese einzelnen Werte, dann seht ihr, dass ich gebe hier mal Trends aus. Und die beiden unteren Werte hier, die sterne ich mal aus für den Moment, damit wir sehen, was passiert. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann seht ihr hier, dass NumPy aus diesen zwei Arrays, wobei der eine ein Zeilen-Array der Länge 12 und der andere ein Spalten-Array der Länge 30 ist, einen 30x12-Array konstruiert hat. Und der enthält eben genau die Summen aus unseren beiden Wellenfunktionen. Ja, und da oben drauf addieren kann ich jetzt natürlich noch den Noise. Kann hier also sagen, plus der Noise-Array. Dafür muss temps jetzt natürlich schon existieren, denn ich nutze hier temps.shape, wie ihr sehen könnt. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann seht ihr, dass hier auch der Noise drauf addiert ist. Und könnte jetzt am Ende, anstatt hier unten zu jedem einzelnen Wert drauf zu addieren, könnte ich einfach sagen, dafür blende ich jetzt auch mal die drei Zeilen hier aus, könnte ich jetzt hier sagen, temps plus equals trends. Und würde jetzt das Print Statement mal wieder einblenden. Und wenn ich das Ganze dann ausführe, dann seht ihr dasselbe, was wir vorher auch gesehen haben, nämlich, dass er hier diesen kompletten Trends Array 1:1 drauf addiert hat auf den Temperatur Array. Abgesehen von der politischen Inkorrektheit des Beispiels, werdet ihr euch natürlich fragen, macht es überhaupt Sinn, solche Vorgänge mit Sinusfunktionen abzubilden? Und die Antwort ist absolut ja. Ihr könnt euch dazu gerne mal ein Video von 3 Blueborn Brown anschauen zum Thema Fourier Transform oder Fourier Series. Dort wird nochmal deutlich dargestellt, wie mittels der Summationen von Sinusfunktionen bestimmte Trends und Verläufe abgebildet werden. Darüber hinaus werden wir die Fourier Transform später ohnehin benötigen, um bestimmte Berechnungen in unserer AI vorzunehmen. So, das Ganze möchte ich mir dann noch in einem Chart darstellen. Hierfür führe ich nochmal zwei Importe durch. Ich sage Import Matplotlib. Die solltet ihr vorher installiert haben. Und ich sage From Matplotlib Import PyPlot as PLT. Und die zwei Sachen genügen schon. Jetzt gehe ich hier ganz nach unten und lege mir hier nochmal eine Funktion an. Die nenne ich einfach mal MyPlot. Und die bekommt Data. Das werden letztendlich unsere Daten sein. Und hier drin definiere ich mir jetzt meinen Plot. Und dafür nutze ich PLT. Und als erstes definiere ich mir mal einen Title. Der kriegt einen entsprechenden Titel. Und ich definiere mir ein X-Label. Das werden meine Jahre sein. Und ich definiere mir ein Y-Label. Das sind meine Temperatures. Und was ich noch brauche, ist eine Legende. Die kriegt jetzt keine Parameter.
Und dann definiere ich hier die eigentlichen Daten, die ich abbilden will. Und dafür nutze ich plt.plot. Da gibt es verschiedene Funktionen, die ich nehmen kann, je nachdem, wie die Daten aussehen sollen. Und dann definiere ich mir erstmal die Länge meiner x-Achse. Da sage ich range data.shape. Und ich will hier Shape 0 und unsere Data, das sind die Temperaturwerte, und Shape 0 sind die 30 Jahre. Das heißt, meine x-Achse wird also diese 30 Jahre umfassen und da sollen Data sollen dort abgebildet werden. Ich will hier auch nochmal ein Label vergeben und dieses Label für diese Datenlinie heißt, nenne ich einfach Trendline und die soll die Farbe rot haben. So, und damit ich das Ganze nicht aufwendig stylen muss, hat Matplotlib auch vorgefertigte Styles. Und ich sage matplotlib.style.use und ich nutze den ggplotstyle und sage plt.show. So, jetzt rufe ich die Funktion hier unten auf und da kann ich einfach sagen myplot. Und gebe ihm jetzt als Parameter unsere Temps rein. Und da Temps ja eine zweidimensionale Matrix ist, ich aber letztendlich nur einen einzigen Array als Plot abbilden will, verdichte ich das jetzt noch. Und die Art, wie ich es verdichte, indem ich hier sage Mean und nehme die Achse 1, den Durchschnitt jeweils pro Zeile über die 12 Monatswerte. So, und dann führe ich das mal aus, schauen wir mal, ob ich alles richtig getippt habe. Und siehe da, wir sehen hier einen wunderschönen Chart, der ist auch schon politisch korrekt in der korrekten Range, sodass dieser Temperaturverlauf schön dramatisch aussieht. Und das ist genau das, was ich hier sehen will. So, jetzt habt ihr einen ersten Einblick bekommen, wie man Arrays in NumPy visualisieren kann. Wir haben hierfür Matplotlib verwendet. Beim nächsten Mal würden wir uns etwas detaillierter mit dem Thema Slicing beschäftigen und dies an einem anderen anschaulichen Beispiel visualisieren. Hierfür werden wir unsere zukünftige Brot- und Butter-Library OpenCV oder auch CV2 verwenden. Wenn euch das Thema interessiert, hoffe ich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, stay free!